Namensvorstellungsrunde machen, damit wir wissen, wer ihr seid und auf welchem Stand ihr ganz kurz zu uns. Wir sind, wir drei, Christian, Felix und Moritz von der Krisengruppe Mainz, einer kleinen rechtsautonomen Gruppe hier in Mainz, die sich aus Blockgruppe Kontexten vor ein, zwei Jahren gegründet hat und wir auch vor allem Blockgruppe machen, auch Kontakt nach Frankfurt haben, auch in der Nähe hier. Und gerade aktuell in diesem Vernetzungsprozess gehen wir nach Blockgruppe vor, wir den Mainz versuchen, die verschiedenen zivilgesellschaftlichen Akteure anzustoßen, ob wir gemeinsam das machen können. Außerdem sind wir auch in der Blockgruppe AG Mainz Wiesbaden aktiv. Wir vor allem vor den Blockgruppe-Tagen im Mai oder noch für den Herbst versuchen, ein bisschen das Thema lokal, regional machen, ein bisschen was sozusagen hier in Mainz begleitet. Für heute haben wir uns so vorgestellt, dass der Fokus liegen kann, aber nicht muss, es kommt auch gleich darauf an, was von allen anderen so kommt. Weniger oder zum Teil ein bisschen nur mit theoretischen Hintergründen von Blockgruppe aufzugreifen, zu diskutieren, also welche Kritik wird da formuliert, welchen Kontext und so, und ein bisschen auf die Inhalte von Blockgruppe einzugehen, aber im Fokus dachten wir uns eher auf die Aktionsform sein. Also ist Blockgruppe, oder kann Blockgruppe eine Möglichkeit sein, Themen wie Kapitalismus, Krise, europäische Krisenpolitik auf die Straße zu bringen, was sind die Vorteile von so einer Aktionsform von Blockgruppe gewählt, was könnte da auch noch anders laufen oder sowas, wie kann man da selbst reinfinden als Einzelperson oder als Gruppe. Das Ziel. Wir werden am Anfang ein bisschen nochmal Input geben, das auf den aktuellen Stand bringen, was gerade läuft in Blockgruppe-Kontexten, wie es gestartet ist und was die Pläne für die nächste Zeit sind. Und werden dann versuchen, aber auch schnell auch in so eine Diskussion zu gehen. Wir haben ein paar Diskussionsanschlüsse mitgebracht, die wir diskutieren können und da relativ flexibel und werden das einfach anpassen, die Interessen, die auch in der Gruppe sind. Vielleicht ganz am Anfang dachten wir, machen wir ein kleines. Und sind in der Vorbereitung ein bisschen Verbindung zu denen aufgefallen, wenn wir ein bisschen gestolpert sind. Wir dachten, wir zum Einstieg haben wir zwei, drei Zitate rausgesucht, die irgendwie von verschiedenen Quellen kommen, die irgendwie das Thema von verschiedenen Seiten beleuchten. Wir haben mal ohne Quelle, würden wir einfach vorlesen, das wäre ein kleines kurzes Fischspiel, von dem das Zitat stammen kann. Natürlich waren Jesus und seine Freundinnen und Freunde Träumer und Christen. Das heißt, heute ohne Ort in dieser Welt des systemgewordenen Unrechts und des Intens. Kleiner Tipp, weil die Daten kommt auf dem Programm vor. Der Tipp war kommt heute Abend vor. Gut, dann haben wir ein zweites Zitat, das ist länger ist nicht aufgeschrieben, das kommt mit einmal vorzulesen. Die Finanzmarktkrise der Jahre 2007 bis 2009 war die Folge menschlichen Versagens auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Zu Recht ist die Maßlosigkeit eine zum Teil ins Kriminelle gesteigerte Selbstgefährlichkeit in hier mancher Finanzmarktakteure kritisiert worden. Aber es werde, auch mit Blick auf das Ziel der Verhinderung der Krisen, verfehlt, die
bin etwas überrascht. Ich kenne dieses Sozialwort nicht oder soziale Initiative. Nur ich habe Dofo gehört, wie er es sehr stark kritisiert hat, von links kritisiert hat. Und wenn man das hört, da hätte ich jetzt gedacht, Dofo hat das gesagt. Aber es kann natürlich sein, dass die Initiatoren des Sozialwortes trotzdem sehr weich gewaschen Schlussfolgerungen aus dieser Aussage ziehen, was ich mal vermute. Das hat uns am besten gefallen. Ja. Ja. Wir haben auch ganz gelesen, muss man sagen, deswegen wird man aus dem Kontext gezogen vielleicht. Und man kann das sicherlich stark davon jetzt kritisieren. Der harmloseste von den drei Zitaten. Das ist, also an dieser Stelle, der Ausdruck geht ja auch noch weiter. Aber an dieser Stelle ist tatsächlich im Vergleich zum Sozialpapier harmloser. Aber sozusagen ist ja auch an anderen Stellen zitiert. Ne? Also, das ist konkret. Das ist ein Beispiel. Das stimmt. Genau, also es bringt das ja auch so einige vom Buchpreis, bricht es runter auf ganz verschiedene Ebenen und das mit dazu zu landen. Genau. Und diese, also wir haben da jetzt nicht total ausführlich Recherche betrieben, aber es ist mir aufgefallen, dass wir da genau das, was eben gesagt wurde, und das könnte von vielen kommen, dass da sozusagen doch vielleicht schon sozusagen ein Symbol für eine Weiterentwicklung gibt. Und auf der Basis, die wir jetzt auch gucken wollen heute, ist wirklich eine Form, in der sozusagen so eine Kritik, die hier nicht auch noch ausgefeilt werden muss, auch geführt werden kann, aber die Kritik sozusagen praktisch zu setzen. Dann. Dann fänden wir schön, wenn wir eine kurze Runde machen, wir sind ja nicht so viele, vielleicht mit Namen, vielleicht auch, ob es eine Zuzugehörigkeit gibt und wenn welcher, ob involviert, ob schon mal von gehört, ob von dabei, ob noch gar nicht von gehört oder sowas und ob es irgendein bestimmtes Interesse gibt, jetzt hier zu sein, mit diesem Fokus zur Diskussion heute, wenn das gibt, dann wird man dessen schon mal sagen, vielleicht nicht ewig lang, weil wir haben auch jetzt nur noch eine Stunde Zeit, aber so eine kurze Runde. Habt ihr was dagegen, als Einzelne noch gefilmt zu werden oder soll ich nur die Referenten im Bild lassen? Keiner was dagegen, okay. Dann mache ich auch mal weiter. Also Boris Volk als mein Name und ich bin der einzige Dauerteilnehmer aus unserer Blockupy Mainz AG bei der rumänischen Passage. Und bei Blockupy war ich jetzt stärker involviert. Also das heißt, ich war auf allen Blockupy Tagen so bisher dabei und auch in den Vorbereitungen. Genau, ich heiße Johannes Kuh, ich komme aus Marburg. Genau, und war letztes Jahr auch bei Blockupy involviert, vor allem in so einer feministischen Perspektive, als in der Perspektive, die Geschlechterverhältnisse in der Krise nochmal stärker beleuchtet. Genau, ich werde das ja auch dabei sein und ja, die Theologie und deswegen ist es auch vielleicht die theologische Perspektive interessant, genau, widerstand. Ja, bist du jetzt, versuchst auch sozusagen das, was die Erkrankte Silvia Moll jetzt so einbringen wollte, genau, ein bisschen. Ja, ich heiße Werner Stirnbrunn, komme aus Bonn. Entwicklungspolitisch ist hier zum ja, hier in unserem Land finde ich besonders Deutschland. Du hast ja drin gelassen.
junge Leute oft christliche Verträge kriegen und gar keine Perspektive aufbauen können. Das ist ja allgemein bekannt. Und hat mir auch schon mal gedacht, wir müssen mal was dagegen tun. Und ja, ich bin mal gespannt, was ich jetzt darüber höre, was die Jugend jetzt mal so anstellt. Stöckermann Matthias, Lehrer. Wir sind impotente Souveränen, also da sind wir nach Werk. Chris Kunst aus Mainz. Ich war bei den letzten Jahren normaler Teilnehmer bei den Blockupy-Demonstrationen, war aber noch nie im Vorbereitungskreis dabei. Ich finde, es ist eigentlich einer der ganz wenigen Widerstandspunkte, Lichtpunkte, die es überhaupt gerade zur Zeit in Deutschland gibt. Darum finde ich das wirklich gut. Im Grunde genommen setze ich mit an. Mit der Initiative, die ich auf dem gelben Flyer drauf habe, Economy for the People, dort an, wo Blockupy aufhört. Weil wir versuchen quasi, uns einzusetzen für eine andere Wirtschaftsordnung und kritisieren nicht nur den Kapitalismus, was natürlich wichtig ist, das ist die Basis, sondern wir wollen eigentlich diese Frage eine alternative Ordnung auf die Tat setzen. Das wäre unser inhaltlicher Beitrag zu dem ganzen Prozess. Deshalb gegründet, weil uns das langsam ziemlich auf den Geist geht, dass auch die Form des zivilen Ungehorsams, wo Occupy sicher auch drin steckt, dass uns immer suggeriert wird, wir müssen alles mit PPP-Projekten finanzieren, es sei angeblich kein Geld mehr da und so weiter und so fort. In dieser Initiative sind sehr viele verschiedene Gruppen drin und das ist sehr erfreulich, auch teilweise Parteileute, was man nicht glauben mag, aber es ist halt, geht halt quer durch die Gesellschaft, wo man sich einfach mal zusammenschließt und mal guckt, was geht anders, wie kann man anders denken. Gleichen Wege gehen und an ihre Karriere denken, mal einsetzen. Deshalb interessiert mich auch mal. Ich heiße Gisela Münzer, ich komme aus München. Ich habe im Gespräch mit den jungen Leuten schwierig, dass sie das schaffen. Je mehr ich mich damit beschäftige, muss ich sagen, jawohl, macht es weiter so, auch wenn ich es nur positiv innerlich begleiten kann. Das ist für mich schon sehr viel. Im Netzwerk Friedensteuer, habe vor vielen Jahren auch meine Anklage an das Finanzamt gestellt, dass meine Steuergelder eben nicht in Rüstung gehen, sondern an zivile Zwecke. Ich bin weiter dort engagiert. Letzte aktive Aktion, sagen wir mal, Richtung Demonstration war mit der Lebenslaute vor Ritter und Koch im September 2012. Hervorragend, 4 Stunden Blockade aller 5 Werkstore durch Musik, Gesang und Versetzt natürlich. Ich freue mich, voraussichtlich werde ich Ende August bei der Lebenslautenaktion in Eisenhüttenstadt an der Oder sein. Dort soll ein Asylantenabschiebegefängnis montiert werden. Blockupy kenne ich aus persönlicher Erfahrung nicht, natürlich aus Informationen, Presse und so weiter. Und interessiere mich besonders, ob es vielleicht Berührungspunkte gibt zwischen Blockupy. Mein Name ist Colette Smeraldin, ich wohne hier in Mainz. Ich bin in zwei Initiativen, ATTAC
Stunde bin ich aber im Moment nicht aktiv. Also ansonsten gefällt es halt in Franziskus eine ökumenische internationale Bewegung. Wir befassen uns recht viel mit sozialen Themen, religiösen Themen. Und von Blockupy habe ich eben über diese Leute in Spanien immer mal mitgekriegt, dass sie da aktiver sind, glaube ich, als in Deutschland. Habe aber nie wirklich gewusst, was genau so ihr Ding ist, deshalb bin ich heute hier. Ja. Und ich bin hier einfach für die ökumenische Versammlung. Ich wollte deshalb auch noch ein Wort sagen, weil jemand anders wo nicht gekommen ist. Gibt es jemand, der keine Karte hat, keine Eingangskarte, also die Menschen, weil theoretisch muss man 10 Euro Teilnahmegebühr zahlen? Du nicht. Okay. Das ist das eine. Das andere ist, Wasser kostet 50 Cent. Irgendwie auf den Tisch legen oder so. Ja, sage ich auch noch was. Mein Name ist Christoph, ich bin von ATTAC und seit bei Wahl 2012 und 2013 jeweils bei den Demos auch dabei. Das war das erste Mal, dann dürft ihr jetzt gerne weitermachen. Ich bin Christian Zeiss, auch in der Wohnung, war letztes Jahr zum ersten Mal voll dabei bei Blockupy. Auch da schon ein bisschen Vorbereitung des Vereins, was sich das ergeben hat. Eigentlich mal nach Frankfurt fahren und das auch so ein paar bisschen geht, weil es auch so Werbung macht, die Aktionskonferenz angenehm war. Man kommt schnell in Kontakt mit den Leuten, ich finde sie das immer sehr und man kann schnell von schwierigen Fragen übernehmen oder einkommen im Prozess. Genau, was man darauf hat. Schauen wir mal, was genau da kommt. Genau, ich habe mich ja einfach schon vorgestellt, vielleicht mal sogar in den sechsten Jahren meines Abschlussstudiums. Super, das hört sich doch gut an. Dann, ja, auf jeden Fall, gerade auch, ich habe so rausgehört, gerade auf die Frage im Anknüpfung zu anderen Initiativen oder anderen Ebenen, anderen Ideen, was Verwandlungen, die wir dort schaffen würden, waren so wie der. Die Anschlussweg macht und auf sozusagen das Bauen von Netzwerken und der Breite und der Kammer. Das ist wunderbar. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt so 10, 20 Minuten ein bisschen, wahrscheinlich eher 15, 20 Minuten ein bisschen Input, aktueller Stand, ein bisschen alle auf einen Stand bringen und dann vielleicht auf der Basis nochmal ein bisschen zu diskutieren. Da würde ich gerade anfangen mit einem ganz kleinen allgemeinen Einblick zu Blockupy und dann auch eben an die anderen nochmal später die. Dann, vielleicht nochmal so ganz allgemein, das ist eine Frage, die oft vielleicht auch gestellt wird, oder die ich auch anderen Kontexten noch kenne, so der Unterschied Occupy und Blockupy. Blockupy kam nach Occupy, das war diese Zeit, wo Blockupy 11, wo irgendwie im deutschsprachigen Raum sehr viel passierte, wo dann in New York Occupy anfing, das auch in Frankfurt kam, das sozusagen auch in Deutschland verbreitete. Aber in Spanien, das 15. März, das Gesetz in der zweite Zeit 2011, 2012. Occupy hat das erste Mal stattgefunden, auch in 2012. Und hat sozusagen nochmal, zu meinem Empfinden, eine schärfere Kritik als Occupy formuliert. Und Occupy ist aber Teil des Occupy-Bündnisses. Teil von Blockupy-Bündnis. Occupy ist eine eher feste Gruppe, mehr oder weniger da, oder hat so einen Zusammenhang. Occupy mehr als Bündnisstruktur, was ganz viele verschiedene existierende Gruppen verbindet. Occupy ist Teil davon. So ein bisschen auch wollte die Occupy meines Erachtens lösen von dieser 99-1-Rhetorik, die Occupy oft popularisiert hat, im Sinne von, es gibt nicht nur die 1% bösen Banken oder Versicherung oder Manager, sozusagen, das ist keine Menschen, das war auch sozusagen, was in selten der Sozialinitiative herauskam, das ist sozusagen nicht hier einzelne Personen, was bei Occupy auch nicht durchgängig, aber immer wieder ein starker Fokus war, sozusagen, man muss nur die Denke austauschen, man muss die Gefahr so eine Kritik zu personalisieren, zumindest sozusagen aus meiner Sicht, aus anderer Sicht, ist das eine Kritik an Occupy,
Problem wurde meine letzte Blockpartei aufgegriffen, indem sagen, zu jedem Thema konkrete Aktion in Frankfurt da. Also da ist nicht nur die Hauptaktion gegen die Zentralbank, das sozusagen symbolisch steht für die europäische Klimapolitik, sondern wir sagen auch konkrete Punkte, an denen wir sagen auch konkrete Inhalte, die auch gezeigt werden kann. Das war dann der hier in Frankfurt der Flughafen, unsere Verabschiedung, die Deutsche Bank, unsere Nahrungsmittelspekulation, die Einkaufsstraße Zeil in Frankfurt, was die globale Textilindustrie betrifft, auch immer ein bisschen mit zum Beispiel bei den Bangladesch, die ja eingestürzt war im Jahr, die organisieren, aber andere Leute da einen Vortrag gehalten haben, das ist doch nicht diesen Autoritäten, der globale eben dann. Genau, das ist sozusagen der Grundinhalt meiner Betracht, vielleicht kann ich direkt nochmal dazu ergänzen. Organisatorisch sieht es dann so aus, dass es ein breites Bündnis gibt, von der Linkspartei und Attac und Gewerkschaften bis hin zu autonomeren radikaleren Gruppen, die islamistische Gruppe oder auch das ganze Bundes, also sehr breit aufgestellt sind, auch Arbeitsbürgerinitiativen und andere Gruppen, Bürgerinitiativen sind da zum Teil mit drin oder peripher mit drin. Ein breites Bündnis. Krise oder internationale Klammer oder wie man ganz viele Themen im Anschluss finden können, das ist auch die Idee, sozusagen so eine Art Klammer zu haben, als dass man viel von anknüpfen kann und wiederfinden kann. Es gibt einen Konsens, was die Aktionsform betrifft, das ist wieder ungehorsam, also die Blockade der Europäischen Zentralbank war es jetzt in den letzten beiden Jahren, das halt in der Aktion schifft das halt auch immer wieder. Genau. Vielleicht könnt ihr jetzt nochmal so ein bisschen auf diese inhaltlichen Schlagworte eingehen. Ja, wir haben in dem Vorbereitungsprozess, der also von sehr vielen Leuten, also es gab eine große Beteiligung, 300-500 Leute bei den Treffen, dann auch dauerhafte AGs und da sind wir, was sollen so inhaltliche Stoßrichtungen sein? Ja, also neben der Kritik, dass wir das Kapitalismus und verschiedene justifizierte Schlagrichtungen, wir haben uns darauf geeinigt, dass Democracy, also für Demokratie von unten, dann nur so ein Hashtag, also dass man es auch im Internet auch verbreiten kann oder Twitter, also Hashtag Solidarity, kämpfen in Solidarität und Commons, Gemeingüter zurückholen und erkämpfen. Und ich möchte jetzt zu Demokratie, echter Demokratie von unten, das war ja auch ein zentraler Slogan der spanischen Bewegung für echte Demokratie von unten. Und es gibt auch sowieso eine sehr verstärkte Europäisierung in diesem Blockupy-Prozess. Also wir haben aus sehr vielen Staaten in Europa jetzt ein großes Bedürfnis nach einer Beteiligung. Es ist nicht so, dass wir sagen, oh, das wäre gut, wenn wir jetzt noch von woanders irgendwie